Guten Morgen. So, erstmal frühstücken. Setzlinge haben wir schon einen ganzen Sprung. Lecker. Lecker. So. Achso, das Glas wollte ich mitnehmen. Genau. So, ich habe wieder Erde. Zack, zack. So. Na komm schon. Und hochschwimmen. Da unten zu machen wir die auch noch. Aber ich brauche jetzt erstmal Sand. Na komm schon. So. So. Ah. So sieht's also hier aus. Gut zu wissen. Gut zu wissen halt. So. 37. Reicht nicht. Zack, zack, zack. So. Und nochmal hochschwimmen. Jo, geht besser. So. Wie viel haben wir jetzt? 51 reicht immer noch nicht. Gut. 64, das passt erstmal. Zack, 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 zack. Wir brauchen definitiv um einiges mehr Erde. So. Hier kommt erstmal wieder Sand rein. Diesen Baustil möchte ich gerne beibehalten, habe ich gesagt. Das heißt, zack, zack. Ah, was mache ich denn da? Zack, zack. So. Zwei. Na komm schon. Zack, zack. Jo. Zack. 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 Gut, das Ganze jetzt ein bisschen in groß. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Macht alles nichts. Gut, den Boden werde ich ein bisschen anders gestalten. Auch die Kirche hinten werde ich ein wenig anders gestalten. Ansonsten den Baustil möchte ich doch gerne beibehalten, weil der gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber erstmal bin ich noch irgendwo im Gebäude. Genau.
Hat er gesagt, dass ich die vielleicht abreißen möchte. Und woanders aufstelle. Vielleicht mache ich es jetzt auch gleich. Weil ich möchte die Kirche doch gerne mehr im Zentrum haben. Und Zentrum passt hier ganz gut. Dass die Kirche hier hinsetze. Also nochmal. Wir haben hier einen Haufen Sachen überflüssig. So. So, ich hätte mal einen kleinen Platz vorne vor. Das heißt, also. Zack, zack. Ne, wir brauchen Erde, definitiv. Haben wir noch welche? Nein. Gut, man merkt, momentan läuft alles so ein bisschen halbherzig. Da Baustelle, hier Baustelle. Wir haben einfach zu viele Baustellen, was ich jetzt gerne machen möchte auf einmal. Deswegen kümmern wir uns jetzt doch lieber ein bisschen mehr um die Baumplantage. Dass wir da jetzt zumindest langsam einen Abschluss finden. Zumindest der Sache näher kommen. Ja, Spinne ist gut. So. Die können meinetwegen erstmal noch eine Weile wachsen. Glas. Ja, Schäfchen ist gut. Die Reihe ist wichtiger als die äußere. Weil die Reihe begrenzt die Bäume in der Höhe. So. Ich hatte mal gesagt, zwei dazwischen frei. Zack. Zack, das heißt, da müsste wieder eine Baumreihe hinkommen. Man kann auch irgendwann voll mit Glas oben ausbauen. Das muss man nicht, kann man. So, wie man gerade merkt, geht uns mal wieder die Erde aus. Wir müssen hier Erde aufschütten. Ja. Na, wir müssen Erde aufschütten. Uns geht die Erde aus. So, hier nehmen wir ein bisschen was weg. Damit wir hier ein bisschen Optik haben. Ist nicht viel, sind nur wieder vier Erde. Hier geht es noch ein bisschen weiter nach hinten. Zack, zack. So. Der erste Baum ist schon da. Man sieht, dass er begrenzt wird durch, halt, durch die Glasteile. Zack, zack. So, Fackeln. Immer gesagt, hier kommen die hin, das heißt, da müssen die Fackeln hin. So, das war's jetzt erstmal. Mehr geht nicht. Und ich hätte gerne davon eine dritte Reihe. Da kann man mal sehen, was man da noch aufziehen muss. So. Und dann bin ich überlegen, ob auf die andere Seite die Plantage für die Teile mache. Also hier für die Birken. Davon haben wir ja auch schon zwei Setzlinge. Wenn ich das mache, kriegen wir da zumindest wieder ein bisschen Erde zusammen. So, die würde auf diese Ebene kommen. Nachteil ist halt erstmal, wir müssen hier auch wieder hochkommen. Wie weit ziehen wir das Ganze jetzt? Oder mache ich sie doch noch ein tiefer? Ich würde sagen, ich mache sie doch noch ein tiefer. Die Plantage. So, dann haben wir hier so was Ähnliches wie ein Hügel. Das machen wir hier so drei breit.
Jo, sieht das gut aus. Damit bekommen wir hier Erde, die brauchen wir wieder auf der anderen Seite. Und so geht das eigentlich immer weiter. Und es wird dunkel. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Ja. Ich nehme auch schon wieder fast 2 Stunden auf. Das ist auch wieder gut. Aber die Plantage möchte ich zumindest ansatzweise fertig haben jetzt in dieser Aufnahme. Dass ich dann in der nächsten Aufnahme richtig loslegen kann. Richtig loslegen kann ist gut. Ich lege jetzt schon richtig los. Eigentlich. Zwar mal hier, mal da. Aber loslegen tue ich eigentlich. So. So, gute Nacht. Guten Morgen. Da geht's raus. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Egal. Gut. Und schwimmen. Und schwimmen und schwimmen und schwimmen. Vielleicht ziehen wir auch ins Bauernhaus. Ich weiß es noch nicht. Hier schreibe ich jedes Mal fast. So. Wir müssen hier zumachen. Ein bisschen. So, weiterhin müssen wir hier auffüllen. Und die nächste Reihe. So, dann stört der Baum hier. Der Baum kommt auch noch weg. So. Wir benötigen ja noch denn eine Dschungelbaumplantage. Aber bevor wir das machen, werden wir vorher die Stelle anlegen. So. Alle 2. Gut. Setzlinge habe ich auch noch ein paar. Zack, zack, zack. Zack, nee. Zack. Gut. Glas. Da habe ich jetzt natürlich kein weiteres mitgenommen. Dann komm schon. Ist irgendwo dann Feierabend. Wir müssten eigentlich noch 2 weiter. Ja, da haben wir noch. Das heißt, wir können hier ein bisschen was aufschütten. Eins, zwei. Dann müsste es, genau. Und damit langsam abschließen. So, der Baum ist noch im Weg. Dann kommt der Baum noch weg. Und gut, mehr rein kriegen wir jetzt gerade nicht zusammen. Aber so ungefähr wird das dann aussehen. Jetzt haben wir ja ein wenig Holz zusammen, 63 genauer gesagt. Das heißt, wir könnten an unseren Gebäuden weiterarbeiten. So. Muss ja auch mal daran langsam vorangehen. So.
Ja, machen wir. Sieht ganz gut aus. Ich muss voll übersehen. Nein. Zack, 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 zack. Jetzt machen wir erstmal die andere Seite. Au. Das einzige Loch und ich erwische das Ding. Ah. Teilweise kann man nicht mehr vernünftig bauen. Ja. Ich habe teilweise auch nicht rausgefunden, in welchem Winkel wann was passiert. Irgendwann hat man zwar sein System drin, wie man sowas macht, aber. Trotzdem, es ist nervig. Passt. Ein noch. So. Und die müssen unbedingt was essen, sehe ich gerade. So. Lecker. Lecker. So. Genau. Da drauf kommt ein Doch. Zack. Zack, zack. Geht's? Geht. Gut, wunderbar. Eins, eins, eins. Eins, eins, eins. Spitzhacke. So. Zack, zack. Und da ging uns das Holz aus. Ja, nee, ist klar scharf, ne? So, wir brauchen Holz. Und zwar das richtige Holz. Da ist doch noch eine. Ich bin der Meinung gewesen, die wächst schneller, aber egal. Sind zumindest schon mal 4 Holz wieder. Geht doch. Sind nicht gleich so scharf. Muss man nicht verstehen, scharf, oder?